Hallo und herzlich willkommen. Diesmal lese ich dir, wie schon im letzten Video angekündigt, ein Märchen vor, das eine künstliche Intelligenz, und zwar ChatGPT, geschrieben hat. Ich habe als Vorgaben folgende Stichpunkte gegeben, und zwar Prinz, Marokko, Kamel, Wüste und Glück. Und du erfährst gleich, was ChatGPT daraus gemacht hat. Im Hintergrund laufen übrigens auch Bilder, die eine künstliche Intelligenz gebaut hat. Und ich freue mich sehr, wenn du mich wissen lässt, wie du das Ganze so findest. Der Prinz und das Glückskamel. Es war einmal ein Prinz namens Ahmed, der in einem prächtigen Palast in Marokko lebte. Er war unglücklich, weil er das Gefühl hatte, dass er in seiner königlichen Welt gefangen war. Eines Tages beschloss er, auf eine Reise durch die Wüste zu gehen, um das echte Leben zu erfahren. Er rief seinen treuen Diener Mustafa zu sich und sagte: "Ich möchte die Schönheit der Wüste entdecken und in der Wildnis campen. Bereite bitte alles für unsere Reise vor." Mustafa bereitete alles vor, was der Prinz für seine Reise benötigte. Sie packten Kamelfutter, Wasser, Zelte, warme Kleidung und Werkzeuge ein. Am Morgen des nächsten Tages machten sie sich auf den Weg. Die Wüste war so schön und atemberaubend, wie der Prinz es sich vorgestellt hatte. Die Sonne brannte auf ihren Rücken, während sie durch den Sand ritten. Als es Nacht wurde, schlugen sie ihr Lager auf und begannen, ein Feuer zu machen. Der Prinz schaute in die Flammen und begann zu träumen. Er dachte darüber nach, wie glücklich er war, frei zu sein und die Wüste zu erkunden. Er war jedoch nicht bewusst, dass er in dieser Nacht einen tiefen und bedeutsamen Traum haben würde. Er träumte von einem alten Mann, der ihm sagte: "Ahmed, du bist ein reicher Prinz und hast alles, was du willst. Aber das Glück findest du nur, wenn du anderen hilfst." Der Prinz wachte auf und fühlte sich verwirrt. Er fragte sich, was der Traum bedeutete. Am nächsten Tag ritten sie weiter durch die endlose Wüstenlandschaft. Der heiße Wind wehte ihm ins Gesicht und die Sonne brannte ihm auf der Haut. Er sah nichts als Sand, Steine und den weiten Himmel. Doch trotz aller Strapazen und Entbehrungen fühlte der Prinz eine tiefe Sehnsucht in seinem Herzen, die ihn weitertrieb. Da traf er auf ein Kamel, das am Straßenrand stand und ihn anstarrte. Es war ein seltsames Kamel, das anders aussah als alle anderen Kamele, die er je gesehen hatte. Es hatte ein goldenes Fell und strahlend blaue Augen, die wie Edelsteine glitzerten. Der Prinz blieb stehen und fragte: "Wer bist du?" "Ich bin das Glück", antwortete das Kamel. "Wenn du mich mitnimmst, wirst du immer glücklich sein." Der Prinz war begeistert von der Idee und er stimmte zu, das Kamel mitzunehmen.
Gemeinsam ritten sie durch die Wüste, überquerten hohe Dünen, durchquerten trockene Flussbetten und trafen auf freundliche Beduinen, die ihnen Tee und Datteln anboten. Eines Nachts jedoch wurden sie von Räubern überfallen, die das Kamel stahlen und den Prinz im Stich ließen. Der Prinz war verzweifelt und fühlte sich betrogen. »Warum hast du mich verlassen? Du hast gesagt, dass du das Glück bist«, rief er aus. Da hörte er, wie die Stimme des Kameles ihm antwortete: »Das Glück ist nicht etwas, das man besitzen kann. Es ist etwas, das man in sich trägt. Ich kann dir nicht das Glück bringen, nur du kannst es in dir finden.« Der Prinz verstand. Er hatte sich zu sehr auf äußere Dinge verlassen, um das Glück zu finden. Er beschloss, seine Suche zu beenden und stattdessen in sich selbst nach dem wahren Glück zu suchen. Und so kehrte der Prinz mit seinen Begleitern zurück in sein Königreich, wo er ein glückliches und erfülltes Leben führte. Er hatte gelernt, dass das Glück nicht durch äußere Umstände kommt, sondern durch das, was man in seinem Herzen trägt. Das Kamel des Prinzen wurde zu einer Legende, die in der ganzen Wüste bekannt war. Es wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Mutes für alle, die durch die Wüste reisten. Und so erzählte man sich das Märchen von dem Prinzen und dem Glückskamel noch lange Zeit. Und es wurde zu einer Warnung vor der Gefahr, sich zu sehr auf äußere Dinge zu verlassen. Und die Lehre, die du aus diesem Märchen ziehen kannst, ist, dass das Glück oft an unerwarteten Orten zu finden ist. Und es lohnt sich, Risiken einzugehen und Abenteuer zu erleben, um das Glück zu finden. Das Glück kann auch in der Gemeinschaft gefunden werden, indem man anderen hilft und ihnen Gutes tut. Und wie hat dir das Märchen »Der Prinz und das Glückskamel« von der künstlichen Intelligenz geschrieben gefallen? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar und ich möchte noch ein weiteres Märchen erstellen lassen und dir und euch vorlesen. Und ich würde mich total freuen, wenn du mitmachst, wenn du mir in die Kommentarleiste 5 Stichpunkte schreibst und ich suche mir dann einen von euch aus und werde dann aus den 5 Stichpunkten ein Märchen generieren lassen, ein weiteres Märchen und auch dieses vorlesen. Dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag noch, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.